Ja, vielen Dank auch für die Einladung und schön, dass ihr alle hier seid, nach einem doch wahrscheinlich doch recht langen und zumindest in Berlin sehr heißen Tag. Genau. Ich werde heute was zu, genau, mein Name ist Katrin Petz, hatte Christian ja schon gesagt, und ich arbeite für die Umwelt- und Menschenrechtsorganisation Urgewalt. Urgewalt gibt es so seit 27, circa 27 oder fast 30 Jahren, also schon relativ lange. War lange eine recht kleine Organisation. Mittlerweile sind wir schon circa 20 Leute, 20 Mitarbeiterinnen. Also wir sind am Wachsen. Ich werde heute was zu, oder der Titel meines Vortrags ist Das Geld hinter Kohle- und Rüstungsprojekten. Und das sind schon drei sehr große Themen, also Geld, Kohle und Rüstung, wo man zu allen einzelnen dreien natürlich auch einen Input geben könnte. Ich würde es einfach mal kurz umreißen und wir können ja auch noch mal in der Diskussion gucken, ob noch irgendwo es vertieft werden müsste oder so. Genau. Der besondere Fokus von Urgewalt ist das Geld. Denn mit der Annahme, dass hinter jeder Naturzerstörung, wie hier zum Beispiel Waldzerstörung für eine Kohlemine, und oder hinter jeder Menschenrechtsverletzung wie Kriege oder Bomben und hinter den, nicht zuletzt auch hinter dem Klimawandel, immer auch eine Bank steht oder mehrere Banken, die das mitfinanziert. Und das ist so der ganz besondere Fokus von Urgewalt, wo wir immer gucken, wer finanziert das eigentlich? Welche Firmen sind beteiligt und wer finanziert diese Firmen? Und können wir nicht irgendwie auf die Finanzierer gehen? Doch bevor wir hier dazu kommen, wollte ich noch auf die einzelnen Themen kurz eingehen und kommen wir als erstes zu Kohle. Was ist das Problem oder der Konflikt der Kohle? Das Problem der Kohle ist, dass sie zur globalen Erderwärmung beiträgt, in der wir ja mittendrin schon stecken. Wir haben bisher schon eine Erwärmung von circa 1 Grad und 0,3 Grad von diesem 1 Grad kommt allein durch die Verbrennung der Kohle durch den Menschen. 2015 hat sich die Staatengemeinschaft in Paris darauf geeinigt, diese Erderwärmung auf unter 2 Grad, auf möglichst 1,5 Grad zu begrenzen, was auch schon gravierende Auswirkungen schon jetzt hat. Aber auch die 1,5 und die 2 Grad werden massive Auswirkungen haben. Aber zu sagen, okay, unter 1,5 werden wir auf keinen Fall mehr kommen und auch unter 2, das birgt enorme oder heißt, dass es enorme Anstrengungen der Staatengemeinschaft braucht. Und es gibt eine Studie vom IPCC zwischen den Unterschied zwischen 1,5 Grad und 2 Grad. Und diese 0,5 Grad Unterschied, die sind massiv, was das für Auswirkungen, also an den Unterschied der Auswirkungen. Deswegen muss alles darum gegeben werden, das unter, also auf 1,5 Grad zu begrenzen. Und es gibt dann auch nochmal so eine Spezifizierung, was heißt das für die Kohle, diese 1,5 oder 2 Grad? Und für die Kohle heißt das, dass Industrieländer 2030 aus der Kohle aussteigen müssen und dass im Prinzip weltweit kein neues Kohlekraftwerk gebaut werden darf. Das ist auch bekannt. Das ist auch der UN-Generalsekretär Antonio Guterres hat das im Vorfeld der letzten Klimakonferenzen auch immer als seinen Auftrag begriffen, da auch nochmal darauf aufmerksam zu machen, dass es darf kein neues Kohlekraftwerk mehr gebaut werden, damit wir dieses Ziel erreichen. Das heißt, im Klimawandel, Kohle, Folgen, da ist alles relativ bekannt und auch klar. Aber die Maßnahmen der Staaten passen meistens nicht zu den Zielen. Und zur letzten Klimakonferenz hat die Zeitung Die Zeit nochmal so eine Landkarte veröffentlicht und gezeigt, was heißt eigentlich eine wärmere oder was heißt denn die Erderwärmung für die Welt? Das ist jetzt so alle Prognosen, alle schlimmsten, was passieren kann, diese sogenannten Tipping Points, wann Systeme umkippen und was passieren kann. Und wenn man auf diese Karte guckt, alle gelben Flächen sind unbewohnbare Wüste und alle schwarzen Flächen sind Gegenden, wo man nicht mehr leben kann aufgrund von extremen Wetterereignissen. Und das heißt, es wird nur noch relativ wenig Bereiche geben, die bewohnbar sind.
Das ist jetzt ein Extremszenario, aber um nun immer noch mal bewusst zu machen, was heißt eigentlich Klimawandel? Was heißt das für Staaten? Was heißt das für unsere Zukunft? Und wir hatten ja, es gab ja hier in der Reihe auch schon den Vortrag zu Klimawandel und Konfliktursachen. Und wenn ich auf so eine Karte gucke, kann ich mir nicht vorstellen, dass das nicht auch ein enormes Konfliktpotenzial auch birgt. Genau. Und hier nochmal deutlich zu machen, dass die Maßnahmen nicht zu den Zielen passen, obwohl klar ist, es darf kein neues Kohlekraftwerk mehr gebaut werden. Wir müssen aussteigen aus der Kohleverbrennung, werden weltweit noch neue Kohlekraftwerke gebaut. Momentan sind circa 1000 Blöcke in Planung oder werden gebaut. Also schon noch eine enorme Zahl. Aber nicht nur der Klimawandel ist das Problem der Kohle, sondern das Problem der Kohle fängt schon beim Abbau an. Das hier ist ein Bild des Hambacher Forst. Die meisten werden das kennen. Der Hambacher Forst war mal ein riesen Waldgebiet in Nordrhein-Westfalen, der dem Braunkohletagebau weichen musste. Und den Wald, den man hier auf dem Foto sieht, das ist noch so der letzte Rest. Und den es in den vorletzten Jahr nochmal auch eine große Auseinandersetzung gab, ob der erhalten werden soll oder nicht und wie weit die Kohle da noch abgebaggert werden darf. Das heißt, der Abbau der Kohle geht schon mit Naturzerstörung, aber auch mit sozialen Folgen wie Umsiedlung einher. Und aber da sind noch andere Punkte wie Grundwasserabsenkung, gesundheitlichen Folgen durch Kohlestaub und so weiter. In Deutschland wird momentan nur noch Braunkohle abgebaut. Wir haben aber noch Steinkohlekraftwerke, die laufen und wo auch Kohle verbrannt wird. Die Steinkohle kommt nicht mehr aus Deutschland. Die ist zu teuer geworden, die deutsche Steinkohle. Und wir holen jetzt, also die importieren jetzt Kohle aus, vor allem aus Russland, Südafrika und Kolumbien, wo meistens die Arbeitsstandards niedriger, also die sozialen Standards niedriger sind und sie unter ganz anderen Bedingungen abgebaut werden und auch unter ganz anderen Umweltbedingungen. Genau. Dann würde ich direkt die Kohle verlassen und zur Rüstung rübergehen. Das Problem der Rüstung ist auch vielfältig und ich denke hier auch bekannt und offensichtlich. Uns geht es hier erstmal um sogenannte besonders schlimme Rüstungen wie Atomwaffen oder auch Rüstungsexporte an kriegführende Staaten oder menschenrechtsverletzende Staaten. Deutschland sagt über sich selber immer, dass es eine sehr restriktive Rüstungsexportpolitik heißt, restriktive Rüstungsexportpolitik hat. Das heißt, sie haben, und das stimmt auch, es gibt so politische Grundsätze, die relativ weitgehend sind, die sagen, an Nicht-NATO oder Nicht-NATO gleichgestellte Länder sollen nur in seltenen Ausnahmefällen exportiert werden. Länder, die sich im Krieg befinden oder in kriegerischen Auseinandersetzungen, sollen keine Rüstungsexporte aus Deutschland erhalten. Und auch beim Export oder bei der Exportentscheidung wird die menschenrechtliche Situation im Land besonders beachtet. So steht es in politischen Grundsätzen. Das Problem ist, dass diese politischen Grundsätze nicht rechtlich bindend sind und eher so über dem Ganzen schweben und die Realität ganz anders aussieht. Ich habe hier nochmal die Zahlen eingeblendet, die sind jetzt letzte Woche erst rausgekommen aus dem Rüstungsexportbericht von Deutschland vom letzten Jahr. Was man oben sehen kann, so die Gesamthöhe steigt. Wir sind mittlerweile bei Rüstungsexporten in der Höhe von 8 Milliarden Euro. Dann, wenn man unten in den Hauptempfängerländern sehen kann, guckt, sieht man auch Länder wie Algerien, Ägypten, Vereinigte Arabische Emirate, Katar, Indonesien. Was wir in den letzten Jahren immer beobachtet haben, ist, dass Rüstungsexporte an Nicht-NATO-Länder nicht die Ausnahme waren, sondern ungefähr 45 bis 50% ausgemacht haben. Das heißt, da widerspricht sich auf jeden Fall, also spricht es schon gegen den im politischen Grundsätzen festgesetzten Grundsatz.
Und wenn wir jetzt gucken, auf jeden Fall die Vereinigten Arabischen Emirate, aber auch Ägypten befinden sich, sind beteiligt an dem Krieg im Jemen. Genau. Was noch ein Problem ist bei den deutschen Rüstungsexporten, es gibt Unternehmen wie vor allem Rheinmetall, die versuchen, die Rüstungs- oder deren Strategie, es jetzt jahrelang war oder auch ist, die deutschen Rüstungsexportrichtlinien zu umgehen, in denen sie Tochterunternehmen im Ausland haben und dort produzieren und von dort aus exportieren. Und Rheinmetall war sich wirklich auch, das ist eine Folie von 2016 aus der Rheinmetall-Präsentation. Rheinmetall ist eines der größten deutschen Rüstungsunternehmen oder das größte deutsche Rüstungsunternehmen. Und die haben tatsächlich 2016 in einer Folie, die öffentlich war, geschrieben, ihr strategisches Ziel ist es, sich die Unabhängigkeit von deutschen Exportregeln zu sichern, indem sie Auslandsstandorte aufmachen. Das heißt, sie sind sehr, sehr offen damit umgegangen, zu sagen, wir gehen ins Ausland und exportieren von da, holen die Gewinne nach Deutschland zurück, aber da gibt es nicht so nervige Rüstungsexportrichtlinien. Wir haben uns auch 2018 haben wir uns angeguckt, welche Länder am Jemenkrieg beteiligt sind, also an der von Saudi-Arabien geführten Kriegsallianz und welche Rüstungsexporte in diesem Zeitraum von Deutschland dorthin gegangen sind. Und das Ergebnis war erschreckend. Also alles das unter auch diesen politischen Grundsätzen, nicht an kriegführende Staaten. Von Saudi-Arabien geführte Militärallianz hat 2015 angefangen, im Jemen zu bombardieren. Mitglieder sieht man, also sind hier alle markiert. Und das sind die Rüstungsexporte an die Mitglieder in den Jahren 2015 und 2017, also schon mit Anfang der Bombardements. Und genau in dem Zeitraum hatten wir das dann erfasst. Genau. Das heißt, hier gibt es auf jeden Fall einen riesen Auseinanderklaffen in der Realität mit den Grundsätzen. Wenn wir jetzt die beiden Themen nehmen, Kohle und Rüstung, würde man immer sagen, ja, es ist eine Sache der Politik, es ist eine Sache der Politik, oder kriegen wir auch oft von den Banken selber zu hören, dass wir erst 2038 aus der Kohle aussteigen oder dass Unternehmen immer noch Kohlekraftwerke bauen und planen oder dass die Rüstungsexporte genehmigt werden. Das stimmt. Es ist eine Sache der Politik und auf der Ebene kämpfen wir und viele andere auch. Aber wir sagen, das ist es nicht allein. Auch die Unternehmen, die das tun und die Banken und Investoren, die das Geld dafür geben, sind auf jeden Fall mitverantwortlich und haben da eine eigene ethische Verantwortung, was sie finanzieren, was sie machen, was nicht. Und wenn wir jetzt die Unternehmen nehmen, auch mit denen sind wir im Gespräch, also mehr mit den Energieunternehmen, weniger mit den Rüstungsunternehmen. Aber da ist relativ wenig, meist relativ wenig zu holen, weil so ein Unternehmen wie Rheinmetall Rheinmetall besteht aus 50% aus Rüstung, 50% Automobilzulieferung. Aber diese 50% machen Profit. Ihre Strategie sind die Länder, wo es Krisen gibt, dorthin zu expandieren. Die werden jetzt nicht sagen, ah ja, wir haben eine ethische Verantwortung, das stimmt. Nee, dann machen wir das nicht. Sondern das ist ihr Geschäftsmodell. Wohingegen Banken und Investoren, die das Geld geben, die haben nochmal einen Abstand dazu. Und da sehen wir nochmal einen größeren Hebel, da auch anzusetzen. Und es gibt, also wenn man jetzt überlegt, so ein Kohlekraftwerk zu bauen oder eine Kohlemine zu erschließen oder einen Panzer zu bauen, dann braucht es dafür auf jeden Fall Geld, meistens sehr, sehr viel Geld. Und Unternehmen machen das meistens nicht aus einer Eigenfinanzierung, sondern es ist immer eine Mischung aus Eigenkapital und Fremdfinanzierung. Und das Fremdkapital holen sie sich von Banken. Und da gibt es drei Wege zu. Es gibt einmal den Projektkredit. Hier wird der Kredit durch das Projekt selber gesichert.
Das passiert meistens, wenn mehrere Firmen oder mehrere Unternehmen zusammen in so ein Konsortium gehen und was realisieren und dann Banken nach Geld fragen, wie zum Beispiel ein Kohlekraftwerk, was von mehreren Firmen gebaut wird oder ein Panzer, der von mehreren Firmen gebaut wird, dann kann es zu Projektfinanzierungen kommen. Der zweite Weg ist der Firmenkredit. Der ist relativ, also nochmal bei der orangenen Tür, bei dem Projektkredit. Da prüft eine Bank relativ genau und die Konditionen sind auch andere, weil die Sicherheit ist das Projekt. Beim Firmenkredit haftet die Firma für den Kredit. Und eine Bank, also da fließt das Geld auf jeden Fall schneller ab. So kann sich eine Firma auch Geld holen. Und der dritte Weg ist, dass eine Firma Anleihen oder neue Aktien auf den Markt bringt und die dann von Investoren oder Versicherungen gekauft werden und dann dadurch wieder Geld in die Firma reinspülen. Egal, welche der drei Arten gewählt wird, ein Unternehmen braucht immer eine Bank, die ihr dabei hilft, das zu realisieren. Also auch Anleihen auf dem Markt zu platzieren, dafür braucht man eine Bank. Nochmal ganz kurz, eine Anleihe ist im Prinzip auch eine Art Kredit, der aber dann von mehreren Kreditgebern, also von mehreren Käufern, die Versicherungen, die Investoren, die dann kaufen, sind dann im Prinzip die Kreditgeber. Genau. Moment. Hier auf dem Bild sieht man unseren jemenitischen Partner von der Organisation Montana, Ali Jamel heißt er, auf der Hauptversammlung der Commerzbank im Jahr 20, letztes Jahr, 2019. Der Commerzbank vorwirft, Rheinmetall und BAE Systems Geld zu geben, die trotz der Beteiligung am Krieg im Jemen, also trotzdem, dass die beiden Unternehmen Rüstungsgüter an Saudi-Arabien geliefert haben, die diese im Jemen einsetzen oder die generell im Jemenkrieg beteiligt sind, also Saudi-Arabien. Und das hat Ali Jamel vorgeworfen und der Vorstand hat dann geantwortet, und so steht es auch in den Richtlinien der Commerzbank, dass sie keine Finanzierung von Lieferungen von Waffen und Rüstungsgütern in Kriegs- und Spannungsgebiete machen. Also dass sie da keine Finanzierung für bereitstellen. Klingt erstmal gut, würde man erstmal sagen, okay, dann haben sie es ja gehört. Aber wenn man das dann genauer liest und nochmal nachfragt, heißt das im Prinzip, was wir eben gesehen hatten, die orangene Tür. Sie machen keine Finanzierung von der direkten Lieferung von Waffen und Rüstungsgütern in Kriegs- und Spannungsgebiete. Aber die Firmen, die dorthin liefern, die finanzieren sie trotzdem weiter. Und BAE Systems ist da ein ganz gutes Beispiel im negativen Sinne. BAE Systems ist sehr verstrickt in Saudi-Arabien. Die sind da auch vor Ort. Sie halten im Prinzip die saudische Luftwaffe mit am Fliegen durch ihren Support vor Ort. Und das ist die Luftwaffe, die halt Bombardements im Jemen führt. Und die Commerzbank sieht aber da kein Problem darin, trotz dieser Richtlinie diese Finanzierung nicht zu machen. Ein ähnliches Beispiel auch im letzten Jahr, das ist Luise Neubauer, wie sie der Deutschen Bank vorwirft oder fragt, warum sie trotz Klimakrise immer noch die globale Kohleindustrie finanziert. Und darauf hat der Vorstand geantwortet, aus der Finanzierung neuer Kohlekraftwerke haben wir uns zurückgezogen. Und das ist genau das gleiche Beispiel, wenn man jetzt bei der Deutschen Bank nachfragt als Unternehmen und sagt, hier, wir wollen ein neues Kohlekraftwerk bauen, könnten wir dafür einen Kredit kriegen, also eine Projektfinanzierung, diese orangene Tür, wird die Deutsche Bank sagen, nein, wir haben da eine Richtlinie, wir finanzieren nicht mehr den Bau neuer Kohlekraftwerke, das können wir kein Geld für geben. Wenn ich aber als Unternehmen ein neues Kohlekraftwerk bauen will, und dafür Geld brauche und
als Firma, als Unternehmen zu sagen, hier, ich brauche als Unternehmen für Expansion Geld, kriege ich einen Firmenkredit, dann ist das für die Deutsche Bank kein Problem, auch wenn die Firma neue Kohlekraftwerke baut. Und genauso auch beim Investmentbanking, also bei der Ausgabe von Anleihen und Aktien. Gucken wir nochmal, jetzt wird es so ein bisschen, kommen ein paar Tabellen, gucken wir nochmal auf so die geläufigen deutschen Banken und gucken, wer explizit Unternehmen ausschließt, die Rüstungsgüter in Kriegsregionen oder an aktuell kriegführende Staaten liefern. Dann sehen wir da auf der rechten Seite, das tut keine der konventionellen Banken. Unten wird es dann grüner, wo die DK Bank, also genau, wo es mit der DK Bank anfängt, dann kommen zwei Kirchenbanken und dann kommen die vier Alternativbanken, Triodos, GLS, Umweltbank und Ethikbank. Entschuldigen Sie. Die auf jeden Fall das als Ausschluss haben, also diese Unternehmen nicht in der Kreditvergabe oder sonstigen Finanzdienstleistungen haben. Bei den konventionellen Banken ist da erstmal nichts. Die Commerzbank ist hier trotzdem noch mal besser als die anderen, weil sie sagt, sie finanziert keine Rüstungsgüter, also keine direkte Projektfinanzierung von Rüstungsgütern in Spannungsgebiete. Sowas in der Richtlinie haben die anderen alle nicht. Was die Auswirkungen sind, also wie viel die anderen da finanzieren und wie viel die Commerzbank dadurch nicht finanzieren kann, das ist sehr, sehr schwer zu sagen, weil diese Zahlen einfach nicht öffentlich sind. Ich habe hier nochmal so ein Beispiel einfach einer Recherche, so wie wir das immer machen, mitgebracht. Wir nehmen, es ist eine Finanzrecherche, es sieht jetzt erstmal so ein bisschen unübersichtlich aus. Wir haben hier 2018 geguckt, wer sind so die größten rüstungsexportierenden Unternehmen? Die stehen von links nach rechts. Also Airbus, Boeing, Lockheed Martin, MTU, Northrop Grumman, Raytheon, Rheinmetall, Rolls-Royce, ThyssenKrupp. Das ist jetzt so eine Auswahl, wo wir gesagt haben, okay, wir wollen also die größten Rüstungsexporteure haben und wir wollen aber auch gucken, was ist mit den deutschen Firmen, also so eine Mischung an Firmen. Dann nehmen wir diese Rüstungsfirmen und geben das an eine Recherche und an eine Partnerorganisation, die die Finanzrecherchen für uns machen und sagen, guck doch mal nach, welche deutschen Banken Kredite an diese Firmen gegeben haben. Das heißt, unsere Finanzrecherchen, da kommen immer Zahlen rein, aber das ist so eine Momentaufnahme und das ist auch nur ein Teil der Rüstungsindustrie, die viel größer ist und auch nur ein Teil der Banken, wo es natürlich auch viel mehr gibt. Aber um nur so einen Eindruck zu bekommen, so die großen Banken, Deutsche Bank und Commerzbank, sind relativ bei fast allen Sachen auch beteiligt. Dann kommen die größeren Landesbanken. Die Bayern LB fällt uns da immer mal wieder auf, die irgendwie relativ enge Connections auch zu Rheinmetall haben muss oder so. Ja, da finden wir öfters Kredite und dann dünnt sich das aber auch nach unten, nach Größe der Banken aus. Und ganz unten steht nochmal die Stadtsparkasse Düsseldorf. Es ist sehr, sehr selten, dass wir Sparkassen in unseren Finanzrecherchen finden, einfach weil sie zu klein sind für das große Feld und ja eher im regionalen investieren oder eine regionale Kreditvergabe machen. Und aber Rheinmetall hat seinen Sitz in Düsseldorf. Deswegen ist da auch mal die Sparkasse Düsseldorf. Also ist ja auch eine regionale sozusagen Kreditvergabe. Und einfach nur, um es mal gesehen zu haben, dann gucken wir noch, welche Investments Beteiligungen gibt es an den Firmen. Also wer hält Aktien an den Firmen? Und da kommen dann teilweise auch Banken, wenn sie mit ihren Eigenanlagen angelegt sind. Aber da kommen dann natürlich auch die Investment, also die Fondsanbieter, wie Deka Investment ist ein sehr großer Fondsanbieter. Wenn ich bei einer Sparkasse einen Fonds kaufe, ein Fondsprodukt, dann ist das immer von der Deka Investment. Und da ist auch relativ viel Rüstung drin. Vielleicht auch wenn man oben nochmal guckt, DWS, das hängt mit der Deutschen Bank zusammen. Die waren immer zusammen, jetzt haben die sich getrennt. Aber das ist der Allianz, kennen auch viele, ein großer Investor und Union Investment, die da drunter stehen. Das ist
der Fondsanbieter der Volksbanken. Genau. So viel erstmal nur so ein ganz kurzer Blitzlicht in die Finanzierung von Banken zur Rüstung. Wenn wir jetzt nochmal zurück zur Kohle switchen, wie sieht es bei Kohle aus? Und wir haben da haben wir eine relativ große eigene Datenbank, wo wir sagen, das sind Unternehmen, die haben über 30% ihres Unternehmensumsatz oder ihres Energiemixes besteht aus Kohle. Und da haben wir eine Liste von 800 Unternehmen von der globalen Kohleindustrie und haben dann nochmal geguckt, welche der Unternehmen bauen eigentlich zurzeit oder planen oder bauen noch neue Kohlekraftwerke und haben die nochmal so rausgenommen. Das sind so die dringendsten Firmen, die kein Geld mehr bekommen dürfen, weil dieser Bau der Kohlekraftwerke nicht mehr stattfinden darf. Und haben da auch eine Finanzrecherche gemacht und geguckt, welche Banken kriegen, also von welchen Banken kriegen diese Firmen, die auch teilweise meist nicht in Deutschland sind, noch Geld. Und da sind auch deutsche Banken beteiligt. Zum Beispiel hier am meisten die Deutsche Bank, die in den Jahren jetzt, sagen wir, ab Paris, nach dem Pariser Klimaabkommen, was im Dezember 2015 gesagt worden ist, die Begrenzung auf unter 2 Grad zu minimieren. Seitdem bis 2019 hat die Deutsche Bank zum Beispiel 6,13 Milliarden Euro an Unternehmen vergeben, die noch neue Kohlekraftwerke bauen, momentan bauen. Als zweites kommen da die Landesbanken, die wir einfach mal zusammengefasst haben, weil sie irgendwie auch zusammengehören, mit 2,14 Milliarden Euro. Und das kommt vor allem durch Kredite und Finanzierung von Uniper, die jetzt in Deutschland mit Datteln 4 noch ein Kohlekraftwerk ans Netz gebracht haben, die natürlich auch auf dieser Liste standen. Aber da ist auch noch ein ägyptisches Unternehmen dabei. Dann folgt die Commerzbank und die DZ-Bank. Wenn wir im Kohlebereich gucken, was geben eigentlich die Richtlinien der Banken her für die Zukunft oder für den Kohleausstieg? Und wie gesagt, fast alle Banken schließen die Finanzierung eines neuen Kohlekraftwerks direkt aus. Aber bei den meisten deutschen Banken kommt da nicht mehr. Also die Deutsche Bank hat bisher noch keine Einschränkungen für Kohleunternehmen, ob sie ausbauen oder ob sie zu 90% Kohlestrom generieren. Auch bei der Commerzbank, die hat Einschränkungen, die aber noch nicht so richtig ziehen. Also da war irgendwie auch ein Unterschied zwischen Deutschland und Europa. Irgendwie Deutschland müssen Unternehmen ab 2031 fliegen alle Unternehmen aus, die mehr als 30% Kohlestrom haben und außerhalb Deutschlands alle, die mehr als 40%. Also so ein bisschen absurd erst, warum erst ab 2021, da ist auch 30% schon veraltet, da muss es schon mehr sein. Und warum gibt es einen Unterschied zwischen deutschen und nicht deutschen Unternehmen? Dem Klimawandel ist das sehr egal. Genau, dann kommen dann auch mal ein paar französische und englische Banken. Und wir sehen aber, es geht auch anders. Also wieder ganz rechts, weil die sagen, wir sind komplett kohlefrei. Das sind wieder die Alternativbanken. Es gibt auch ein paar französische Banken, große Banken, auch konventionelle Banken, die relativ viel Kohle ausgeschlossen haben. Da komme ich gleich nochmal zu einer. Genau, jetzt kommen wir schon so ein bisschen so zum Ausblick. Was hilft eigentlich, um da Druck zu machen? Und es hilft auf jeden Fall ein Naming und Shaming, also zu sagen, es ist total wichtig, einmal die Unternehmen zu benennen, die, also im Fall von Rüstung, die zu recherchieren, was sehr, sehr mühsam ist, an welche Länder liefern sie welche Rüstung, auch von den Auslandsstandorten. Im Fall der Kohle zu gucken, welches sind die Kohleunternehmen, wer ist an welchem am Bau neuer Kohlekraftwerke und so weiter beteiligt. Das zu benennen, das zu recherchieren, ist total wichtig. Und das auch so den Banken immer wieder aufs Brot zu schmieren. Aber auch der direkte Protest vor den Banken hilft. Das hier ist ein Bild von einer Weltspartagsaktion letzten Oktober vor der Sparkasse in Bielefeld. Und
Da ging es darum, dass hinter der Sparkasse, hatte ich ja schon gesagt, steht die Deka Investment als großer Investor. Und wir haben da sehr angeprangert, dass der noch überhaupt keinen Kohleausschluss in seiner Investment, in seinen Anlagerichtlinien hatten und hatten da aufgerufen, bundesweit zu demonstrieren. Und das hatte auf jeden Fall Wirkung. Also die Kampagne lief schon vorher und nachher. Und auf jeden Fall jetzt im März hat die Deka Investment verkündet, ihre Kohle, also Unternehmen, Richtlinie einzuführen, die die schlimmsten Kohleunternehmen auf jeden Fall rausschmeißt und die sie jetzt sich nicht mehr in den Fonds befinden können. Also es gibt auf jeden Fall Erfolge. Und ein anderer Erfolg, der ist noch von 2011 im Rüstungsbereich. Einer unserer großen Erfolge war der Ausschluss von Streumunitionsherstellern. Was Streumunition ist ja international geächtet, was es nochmal leichter gemacht hat, bei vielen Banken diesen Ausschluss zu bekommen. Aber hier ist ein Bild von Ackermann, der hinten verschwommen im Bild ist, der damals Chef von der Deutschen Bank war. Und davor sitzt auch ein Partner von uns, Branislav Kapitanovic, der selber Opfer einer Streubombe geworden ist und als Minenräumer und der sich dann zum Ziel gesetzt hat und das wahrscheinlich immer noch tut, in der Welt rumzufahren und dieser Art von Waffen auf jeden Fall einen Bann, also überall zu versuchen, die rauszudrängen aus der Finanzierung, aus den Firmen und so weiter. Und die Deutsche Bank hatte sie noch lange daran festgehalten, aber dann letztendlich 2011 auch einen Ausschluss für die Hersteller von Streumunition beschlossen und das in ihre Richtlinie aufgenommen. Genau, das so als Schnellüberblick. Und ich komme auch schon. Achso, nee, hier noch ein großer Erfolg. Es kommen noch zwei, drei Folien, sehe ich gerade. Noch ein großer Erfolg, der auch jetzt gerade erst passiert ist: Crédit Agricole, eine französische Bank. Und aber auch weltweit so gehört sie zu den die acht größte, hat einen relativ sehr weitreichenden Ausschluss von Kohlefirmen in ihrer Kreditvergabe. Das ist immer gut, sowas zu sehen, dass es möglich ist. Also es geht. Die deutschen Banken tun sich da noch sehr, sehr schwer mit, aber es geht. Und die Divestment, also man nennt das ja auch, das ist jetzt ein Kreditausschluss, aber auch so Aktien zu verkaufen von Unternehmen oder abzugeben. Diese Divestment-Bewegung, die es in den letzten Jahren auch relativ stark war, war immer die Frage, bringt sie was, bringt sie nichts? Wie viel Einfluss hat das? Und da war es ganz schön zu sehen, das ist hier ein Zeitungsausschnitt von dem Chef von Eskom. Eskom ist ein südafrikanisches Kohleunternehmen, das zu 90%, also dessen Energiemix zu 90% aus Kohle besteht. Der auf irgendwie in einem Interview gesagt hat, es wird immer schwerer, Investoren für fossile Brennstoffe zu bekommen. Also wo es schon auch auf die Industrie eine Auswirkung hat. Genau, damit möchte ich schließen und noch einmal ganz kurz ein Bild vom Team von Urgewalt zeigen. Und bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Und ich habe total vergessen, nach Zwischenfragen zu fragen. Aber vielleicht können wir das dann einfach alles hier am Schluss machen. Herzlichen Dank, Katrin. Das war jetzt echt ein Ritt durch viele Felder und unglaublich viele Punkte, die jetzt irgendwie so aufploppen, wo Fragen auftauchen. Und genau, Sie und ihr, die jetzt im Webinar mit dabei seid, ihr könnt, wie gesagt, entweder unten über das Handsymbol auf euch aufmerksam machen oder eben auch über den Chat eure Fragen stellen. Ich würde einfach mit einer Frage einsteigen, bis ihr oder sie euch, genau, euch ein bisschen Gedanken machen, was bei euch ansteht. Mich hätte irgendwie noch interessiert, gibt es denn Beispiele, wo auch eine Regulierung, also eine staatliche Regulierung dazu führt, dass Banken tatsächlich effektiv nicht in Kohle oder auch nicht in Rüstung
investieren können. Also natürlich ist dieses, also zivilgesellschaftliches Engagement muss sein, und auch Unternehmen in Verantwortung zu nehmen. Und oft sehen wir ja, dass auch eine Regulierung irgendwie nötig ist. Und gibt es da erfolgreiche Beispiele? Ja, also ich glaube, so ein positives und ein Negativbeispiel wäre zum Beispiel Frankreich hatte, und das ist jetzt auch ein Mitgrund, warum vor allem französische Banken sich mehr Gedanken da um ihr Portfolio machen. Da gibt es eine Regulierung, wo gesagt wird, es wird jetzt auch in nächster Zeit geguckt, wie ihr Portfolio, also auf die CO2-Emissionen ihres Portfolios geguckt, ist eingestuft. Eine negative, also es ist keine Regulierung, aber was natürlich negativ war, ist der deutsche Beschluss zu sagen, wir steigen 2038 aus der Kohle aus, weil da wird jetzt jede Bank sagen, also da kommt natürlich auf jeder Bank, warum sollen wir da irgendwie strikter sein als die Bundesregierung? Auch wenn das Paris-Abkommen eigentlich bindend ist und das sagt ganz klar Kohleausstieg 2030. Aber wenn schon die Bundesregierung dagegen verstößt, warum sollten Banken da strikter sein? Also das ist dann nochmal so ein Negativtrend. Dankeschön. Es kam so zwei Nachfragen nochmal zu der Präsentation auch. Also auf der einen Seite war es die Bitte, nochmal die Folie einzublenden zu den Banken, die keine Rüstungsexporte beziehungsweise Kohle finanzieren. Und es war auch die Anfrage gewesen, ob die Präsentation auch verschickt werden kann, also die zur Verfügung gestellt werden kann für die Teilnehmenden. Ich habe sie jetzt nochmal eingeblendet und es ist meistens immer die gleiche Antwort. Also ob wir jetzt nach Rüstung gucken oder ob wir nach Kohle gucken, die Banken, die da komplett sauber sind in dem Sinne, sind die vier Alternativbanken, Triodos Bank, GLS Bank, Umweltbank und Ethikbank. Die haben sowohl Rüstung als auch Kohle ganz klar als Negativkriterien, das heißt als Ausschlusskriterien formuliert. Und was sie aber noch haben, sie haben sogenannte Positivkriterien. Sie sagen, welche Welt oder wie stellen wir uns unsere Welt vor? Oder welche Wirtschaftsweisen möchten wir eigentlich fördern und wo wollen wir rein investieren, dass dies auch passiert? Also die sind da absolut zu empfehlen. Bei den Kirchenbanken muss ich ganz ehrlich sagen, die sind weitreichender. Bei der Kreditvergabe kommt bei denen sowieso nicht in Frage, weil die nur Kredite an kirchliche Organisationen vergeben in der Regel. Da ist immer die Frage, wo legen sie ihr Geld selber an? Aber die haben auf jeden Fall striktere Richtlinien als die konventionellen Banken, aber nicht so gut wie die Alternativbanken und sind auch nicht zugänglich für alle. Und wenn man dann in so einem Ranking gucken würde, welche Bank als nächstes noch geht, kommen da auf jeden Fall die Sparkassen und Volksbanken, weil sie vom Grunde auf viel kleiner sind, regional orientiert. Und da muss man aber dann gucken, wer steht da noch hinter. Also die Landesbanken, wo sind, und da, die tauchen dann wieder bei unseren Recherchen auf oder auch die großen Investoren wie Union Investment und Deka Investment, die auf jeden Fall noch ein bisschen was zu tun haben in ihren Ausschlüssen, in ihren Kriterien. Genau, und dann kommen die Privatbanken. Genau, hier wurde noch zur Arbeit, also welche Themen wir recherchieren und wie wir die Recherchen machen. Also die Finanzrecherchen, die geben wir immer nach extern, weil also Finanzrecherche, muss man sich vorstellen, ist sowieso erst dann möglich oder erst nur bei Unternehmen, die in der Aktiengesellschaft sind, möglich, weil die anderen Unternehmen, zum Beispiel wie Heckler und Koch, das ist ein privates Rüstungsunternehmen, in Deutschland familienbetrieben sind. Tatsächlich sind viele deutsche Rüstungsunternehmen kleinere familienbetriebene Schmieden. Da kommen wir an die Daten überhaupt nicht ran. Da wissen wir nicht, welche Banken finanzieren und auch nicht, was da fließt. Nur bei Aktiengesellschaften kommt man an diese Daten ran. Um da ranzukommen, braucht man diese Finanzterminals, das ist so Bloomberg und Thomson Reuters heißen die, und die muss man bezahlen.
Deswegen nehmen wir das eher, geben wir dann die Recherchen an die Organisationen, die bezahlen, und bezahlen dann die Organisationen dafür. Und was wir aber gemacht haben, das ist jetzt nochmal so ein ganz, ganz kleiner Exkurs, ist, dass also gerade zum Kohleausschluss, da gab es so eine relativ großer Movement irgendwie. Für uns fing ja immer an mit dem norwegischen Pensionsfonds. Das ist ein riesen, riesen Pensionsfonds, der sehr, sehr viel Geld weltweit anlegt, der irgendwann gesagt hat, wir wollen aus der Kohle aussteigen und ziehen unsere Aktien da raus. Und weil der sehr, sehr transparent ist und man immer sehen kann, wo der investiert ist und wo nicht, hatten wir das so ein bisschen als Challenge genommen und haben geguckt, okay, was heißt eigentlich so ein Kohleausstieg? Und haben dann ein Jahr später geguckt, wo er eigentlich raus, oder haben selber eine Rechnung gemacht, so und so viel aus den Unternehmen müsste er raus, so und so viel Millionen Kronen müssten da divestiert werden. Und haben dann wieder geguckt und haben gesehen, dass das Bild unterscheidet sich total krass, weil, genau, also wir hatten ein viel größeres Divestment als der norwegische Pensionsfonds selber dann ausgerechnet. Und es lag einfach daran, und zu sagen, wie definiere ich ein Kohleunternehmen? Und der norwegische Pensionsfonds hat so die Standarddefinition genommen, zu sagen, Kohleunternehmen ist ein Unternehmen, was Geld mit Kohle macht. Und jetzt ein Energieunternehmen wie RWE verkauft keine Kohle. Das heißt, sie machen kein Geld mit Kohle, sondern die machen Strom und verkaufen Strom. Und das ist aber dann nicht mehr Geld mit Kohle machen. Das heißt, der norwegische Pensionsfonds hat ein Divestment aus vielen Bergbauunternehmen, aber die kohleverstromende Industrie völlig vernachlässigt. Und das hat uns zum Anlass gegeben, zu sagen, okay, wir müssen so eine eigene Liste machen und zu sagen, welches Unternehmen ist ein Kohleunternehmen, welches nicht. Und daraus ist eine riesen Datenbank und ein riesen Rechercheteam entstanden. Die Datenbank könnt ihr mal auf Kohle, also www.coalexit.org, ich schreibe es hier auch gleich nochmal rein, euch ansehen. Und womit wir tatsächlich teilweise die Standards für manche Banken jetzt mitlegen, also Divestment-Standards. Zum Beispiel war auf jeden Fall bei Crédit Agricole auch beteiligt, aber auch bei AXA und so weiter. Also das ist ein großer Teil unserer Arbeit, zu gucken, welche Firmen wo in der Kohle arbeiten. Also dafür haben wir mittlerweile ein ganzes Rechercheteam auch. Ich gebe hier nochmal den Link. Genau. Und so unsere Grundthemen sind tatsächlich Kohle und Rüstung, obwohl wir auch bei der Kohle jetzt merken, dass um da wirklich, also klimatechnisch wird es jetzt auch interessant oder muss jetzt auch drauf geguckt werden, was gibt es eigentlich im Gas- und Ölbereich? Da muss auch der Ausstieg langsam kommen und es darf keine neue Infrastruktur da gebaut werden. Sonst wird aus einer Brückentechnologie ganz schnell eine sehr, sehr feststehende Technologie. Danke auch nochmal für den Hinweis in die Richtung. Du hattest jetzt gerade nochmal von Pensionsfonds gesprochen und wir haben jetzt da ganz stark irgendwie so Bewegung raus aus so einem klassischen Bankenfinanzierung hin zu solchen Finanzdienstleistungsunternehmen, BlackRock und Co. Habt ihr die mit auf dem Schirm und also irgendwie ist es ja für uns so als Bankkunden relativ einfach, eine Bank zu wechseln. Gleichzeitig, wenn wir uns eine private Altersvorsorge zulegen, wird es da schwieriger. Was gibt es da für Empfehlungen? Tatsächlich kann ich bei der privaten Altersvorsorge kann ich da relativ wenig zu sagen. Ich weiß, dass 2011, als mit den Streumunition auch immer mal wieder in die Riester-Produkte reingeguckt worden ist und da so ein bisschen der große Skandal war, dass da auch Streumunitions- oder natürlich ein Riesenskandal war, dass da auch Streumunitionshersteller drin waren. Facing Finance, das ist eine Partnerorganisation von uns, die sich auch immer mal wieder diese Altersvorsorge
Produkte angucken. Da kann ich, also Empfehlung ist da in diesem Bereich generell sehr schwer, weil also wir tun uns auch, also wir als Urgewalt tun uns mit Empfehlungen auch sehr schwer. Also wir haben jetzt hier diese vier grünen Banken, wo wir sagen, da, die können wir komplett empfehlen. Nicht nur, weil sie diese positive und negative Kriterien haben, sondern weil sie auch noch komplett transparent über ihre eigenen Anlagen sind. Und bei Altersprodukten haben wir da im Prinzip, bei Altersvorsorgeprodukten haben wir da im Prinzip nichts, was wir empfehlen, momentan aktiv. Genau, hier war auch nochmal jemand, die Kriterien für die die Versorgungsrücklage des Landes Berlin. Das ist ja viel, wo auch fossil-free sehr aktiv war, zu gucken, wo sind eigentlich Städte und Universitäten investiert und wo kann man da auch ein Divestment erreichen. Und in Berlin ist da auch ein Divestment aus Fossilen und aus Rüstung. Münster, also es gibt tatsächlich viele, viele Städte, die da Kriterien entwickelt haben für die Versorgung. War auf jeden Fall auch eine sehr starke und wichtige Bewegung. Dankeschön. Wenn noch Fragen auftauchen, die können weiter in den Chat oder auch per Handzeichen. Ich würde gerne noch mal vielleicht mal konkret nachfragen nach Datteln. Also das ist ja jetzt mit viel Protest irgendwie ans Netz gegangen. Wo sind da Ansatzpunkte? Also jetzt mal natürlich. Ist so dieser Punkt klar. Wir können jetzt recherchieren und wir wissen auch, welche Banken da mitfinanzieren. Aber was bedeutet das für mich, wenn ich jetzt nicht möchte, dass weitere Kohlekraftwerke ans Netz gehen? An welchen Punkten kann ich tatsächlich als eine Person, die nicht super hohe Geldanlagen hat, wo kann ich aktiv werden? Vielleicht nochmal konkret zu Datteln. Es ist immer schwer, wenn ein Kohlekraftwerk am Netz ist. Ich meine, auch wenn ein Kohlekraftwerk gebaut ist, ist es meistens schon, es ist schwer zu sagen, aber meistens ist es schon zu spät. Das Wichtigste ist eigentlich, und das so ein Frühwarnsystem zu haben und zu sagen, dieses Projekt soll realisiert werden, es soll gebaut werden und da schon eine Tour machen und zu allen Banken hingehen und zu sagen, beteiligt euch nicht an dieser Finanzierung. Das ist auch ein ganz großes Feld unserer Arbeit, zu sagen, wo sehen wir denn eigentlich zukünftige Projekte und dann schon mal die Tour zu den Banken zu machen und am besten mit Partnern auch vor Ort, die sagen, was für Umweltauswirkungen vor Ort ist oder wie es mit der menschenrechtlichen Situation ist und dass das nicht passieren darf. Weil wenn so ein Projekt erstmal gebaut ist mit wahnsinnig viel Geld, es ist kaum möglich, das noch zu verhindern. Jetzt bei Uniper hatten wir nochmal, also auch Uniper ist ein ganz eigener Vortrag, Datteln ist ein ganz eigener Vortrag wert. Datteln wird ja betrieben von dem Energiekonzern Uniper, das ein deutsches Unternehmen ist. Das wurde aber zum Großteil jetzt gekauft von Fortum. Fortum ist es ein finnisches Staatsunternehmen. Und die haben im Prinzip Uniper gekauft und auch Datteln 4 mitgekauft. Und da haben wir nochmal sehr, sehr viel Energie verbraucht oder ein ganz großer Akzent unserer Arbeit lag im letzten halben Jahr darauf, auf den finnischen Staat, weil es ein Staatsunternehmen ist, Einfluss zu nehmen, dass sie Datteln 4 nicht ans Netz nehmen. Da ist dann auch nochmal Corona dazwischen gekommen, aber auch da, also es gab auch, also wir nicht alleine, natürlich mit anderen Organisationen, mit der Fridays for Future Bewegung, die da sehr stark war, wo auch geplant war, dass alle zu der Hauptversammlung fahren und da nochmal groß Stunk machen. Und das besondere Absurde an diesem Ganzen ist, dass Finnland selber 2030 aus der Kohle aussteigt. Und die jetzt ein Kohlekraftwerk, also die jetzt ein neues Kohlekraftwerk ans Netz gebracht hat und Uniper überlegt auch noch oder hat angedroht, Holland zu verklagen, weil Holland auch 2030 aus der Kohle aussteigt.
und Uniper aber da noch Kohlekraftwerke hat und deswegen dagegen klagt. Das heißt, ein Unternehmen, was zum Großteil dem finnischen Staat gehört, verklagt einen anderen Staat für den Kohleausstieg, den der finnische Staat auch hat. Also es ist total absurd, diese ganze Geschichte. Genau, aber am besten ist es, Projekte zu verhindern, bevor sie die Finanzierung bekommen oder bevor sie gebaut werden. Auch ein ganz gutes, genau. Also da so eine Art Frühwarnsystem zu haben. Dankeschön da. Ja, früh ansetzen. Ja, genau. Früh ansetzen und ich glaube, da ist es auch super gut, also ein gutes Netzwerk zu haben oder gut vernetzt zu sein in Sachen. Und wir gehen viele Jahre auf die Hauptversammlung von Banken und sagen auch, hier gibt es ein Projekt. Investieren Sie nicht da rein. Dann kommt die Antwort, wir können überhaupt nichts zu sagen, wir haben da nichts mehr zu tun. Und wir sagen, ja, wir wollten es nur gesagt haben, das gibt es und das wäre nicht gut, da rein zu investieren. Also da gibt es schon auch so ein paar Kohlekraftwerke, die schon früh thematisiert worden sind. Okay, da kam jetzt gerade noch eine weitere Frage. Gibt es Statistiken, die über den Marktanteil der einzelnen Firmen im Rüstungsexport Aufschluss geben? Du hast gesagt, dass es viele KMU, keine RG, die nicht öffentlich berichten müssen. Aber haben die einen hohen Marktanteil? Liegt daher ein Großteil der Infos über Rüstungsexporte im Dunkeln oder ist das insgesamt auch nur ein kleiner Teil? Habt ihr klare Forderungen an Berichtspflichten für nicht börsennotierte Unternehmen? Nee, also beim letzten Teil wir haben da keine Forderungen, weil ja da immer wieder unser Fokus eher die Banken sind, also einfach weil wir es nicht schaffen. Bei den zweiten, wie groß der Teil ist, also Rheinmetall als Börsenunternehmen ist schon eins der größten Rüstungsunternehmen in Deutschland, aber es gibt viele diese Kleinwaffenhersteller wie Heckler und Koch, SIG Sauer. Genau, die zu nennen, die das sind keine AGs. Kann ich aber nicht sagen, wie groß der Marktanteil ist. Da gibt es bestimmt Statistiken. Ist auf jeden Fall ein guter Punkt, da nochmal drauf zu gucken. Und es gibt aber auch viele Firmen, die zuliefern, die im ersten erstmal keine klassischen Rüstungsunternehmen sind, wie zum Beispiel MTU Aero Engines. Das kam auch immer wieder. Es ist ein Münchner Unternehmen, das Triebwerke herstellt, vor allem für die zivile Fluggesellschaft, aber auch für den Eurofighter. Also, und der dann aber nach Großbritannien meist liefert. Deswegen, also es gibt da auf jeden Fall auch über die Zuliefererfirma und die Frage, wann ist ein Unternehmen als Rüstungsunternehmen gelistet und wann nicht, einen großen Dunkelbereich. Ja. Vielen Dank. Aber auch ein guter Punkt, dass ich das nochmal mir da Zahlen angucke. Ich hätte jetzt noch eine Frage gehabt zu Kommunikation. Also wir haben jetzt, du hast verschiedene Beispiele gehabt, wo AktivistInnen zum Beispiel mit dem Thema Streumunition auf Versammlungen gehen und im Grunde genommen dort direkt anklagen können, also dass es einfach sichtbar ist, weil es einfach sehr sichtbar ist. Und wir haben ja wirklich bei dem Klimawandel aus meiner Wahrnehmung so unglaublich Schwierigkeiten, mit direkt Betroffenen einfach auch Empathiefähigkeit herzustellen und zu skandalisieren. Habt ihr da Beispiele, wo AktivistInnen, Betroffene von eben Klimafolgen auf irgendwelche einfach öffentlich in Kooperation auftreten, um eben auch sowas zu skandalisieren? Also wir versuchen das immer, also genau, ich glaube, wir haben jetzt noch nicht so, also wir haben meistens von Protestbewegungen vor Ort, wo es um Natur
Zerstörung oder Kohleabbau oder also so, wo es um so konkrete Umweltauswirkungen von diesen Projekten geht. Dieses globale, vom Klimawandel Betroffene, ich muss gerade mal nachdenken, wir hatten das immer vor und haben aber dann auch gemerkt, dass es an vielen anderen Stellen gebrannt hat, dass wir dann da eher Leute eingeladen hat. Aber ein Teil unserer Arbeit, und es ist sehr, sehr wichtig, nicht immer nur von uns zu sprechen, sondern genau den Betroffenen das Wort bei diesen Versammlungen zu geben und auch Treffen zu initiieren, wo Betroffene sprechen. Im Rüstungsbereich hatten wir das jetzt 2 Jahre hintereinander, wo wir mit unserer jemenitischen Partnerorganisation bei Rheinmetall gesprochen haben. Aber ich glaube, man braucht da schon auch ein dickes Fell, um das zu machen, weil also die Reaktion ist halt nichts. Also man wird da ja auch nicht angehört oder gehört oder ist ein willkommener Gast, sondern es ist eher, ja, also wir bereiten unsere Gäste da schon auch immer darauf vor, dass dem Unternehmen das höchst unangenehm ist, aber auch höchst egal, den Investoren leider auch höchst egal. Also da ist es wirklich auch ein schwieriges Podium. Aber was auf jeden Fall hilft und was total wichtig ist, ist der Kundenprotest. Und da sind Banken auch sensibel zu für. Vielen Dank. Genau, da war es gerade noch eine Frage per Mikrofon. Bin gespannt, ob du zu hören bist. Ah, ja. Okay, ihr könnt mich hören, sehr schön. Ich habe mal eine Frage. Nehmen die Firmen, die Konzerne, nehmen die Proteste einfach hin? Wehren die sich? Also was für Möglichkeiten haben die wiederum sozusagen da auch gegen euch zu arbeiten, zu agitieren, wie auch immer? Ja, das sind mehrere Ebenen. Also so zum Beispiel, es ist ja nicht nur unser, wir sind ja nur ein kleiner Teil der Bewegung. Ein Beispiel ist ja Siemens jetzt im Januar, wo sie beteiligt waren an einer Signalanlage von Kohlemine in Australien, die Chemical Mine, wo es wahnsinnige Proteste vor Siemens gab und zu Siemens, wo Luisa Neubauer auch eingeladen wurde, vom Siemens-Chef da zu sprechen. Also da gibt es auf jeden Fall eine Wahrnehmung. Es ist halt auch die Frage, in welche Zeit man da trifft. Bei den Rüstungskonzernen, also da sind wir nicht im direkten Austausch mit Rüstungskonzernen tatsächlich. Da sind wir dabei, mit Proteste zu organisieren und so. Aber da gibt es jetzt nicht irgendwie die Nachhaltigkeitsabteilung, die versucht dann Engagement und dann Kommunikation herzustellen. Das heißt, ich glaube, die haben das da noch nicht nötig. Bei den Energieunternehmen waren wir meistens im Austausch, meistens war er produktiv, manchmal war er produktiv, oft auch nicht so produktiv. Die haben halt dann schon ihre Arten, wie sie versuchen, damit umzugehen. Also angesprochen auf die menschenrechtlich schwierigen Auswirkungen des Kohleabbaus. Und das haben wir vor 10 Jahren sehr, sehr stark thematisiert. Und die Verantwortung von deutschen Unternehmen auch für die menschenrechtlichen Situationen in den Abbauländern. Daraufhin haben die Unternehmen so eine Unternehmensinitiative, wie die hieß Better Coal, gegründet. Zu sagen, okay, wir haben hier eine Initiative, die kümmert sich darum, wir machen einfach so weiter. Aber wir haben ja die Initiative. Und das war dann auch die Antwort auf die nächsten 5 Hauptversammlungen, zu sagen, ja, hier in Kolumbien haben wir die, also hatten auch kolumbianische Gäste und das sind die Folgen und das sind die Probleme. Und dann immer wieder so, ja, wir haben uns der Initiative Better Coal angeschlossen und damit haben wir die Lösung für alles. Also von den Konzernen ist es meist. Es gibt es auf unterschiedlicher Ebene, wie die Reaktion ist. Aber bei den Banken ist es dann doch wieder was ganz anderes. Also die Banken sind sehr, sehr sensibel auf Protest, auf negatives Shaming der Kunden, auf Skandale von Kunden. Also zum Beispiel mit Siemens. Jetzt im Januar haben wir dann auch eine Tour bei den Banken gemacht zu Siemens, wo denen das schon auch allen nicht so genehm war.
Katrin, vielen herzlichen Dank für den Vortrag und auch für die vielen Antworten auf ganz unterschiedliche Fragen. Da kommen auch gerade noch mal Dank aus dem Chat. Genau. Ich hoffe, dass wir da in den nächsten, ja, Wochen, Monaten und Jahren auch weiterhin, ja, auch Lösungen finden und auch wirklich noch mal die Themen einfach noch mal stärker auch in die öffentliche Wahrnehmung eben rücken. Genau. Ja, vielen Dank euch allen auch und tut mir leid, dass es so ein ziemlicher Ritt war, aber genau, ich hoffe, das hat trotzdem gut funktioniert und wir sind auch gerne immer wieder ansprechbar für Rückfragen oder beraten auch gerne Gruppen, die zu irgendeinem Thema arbeiten wollen. Vielen Dank, dass du dabei warst. Danke. Genau, und euch und Ihnen auch noch einen schönen Abend.